Jawohl. Erste Mission abgeschlossen. Erschlage Melister Cooley, haben wir. Die Ballettakademie haben wir auch abgeschlossen. Dafür haben wir 25 XP bekommen. Baal ist nullmal gestorben. Und wir können fortfahren. So, Baal hat noch Stufe 1. Ich würde gerne... Ah ja, das sind Fähigkeiten und die Zauber. Leider kann ich gerade nicht sehen, wo die... Ach doch, da sind die Erfahrungspunkte. Genau, wir haben 275 von 500. Das heißt, wir sind schon über die Hälfte zur zweiten Stufe. Und dann können wir uns wahrscheinlich hier eins von diesen Fähigkeiten aussuchen. Wie gesagt, in der Demo bin ich nie so weit gekommen, dass Baal eine zweite Stufe gekriegt hat. Weil nach der zweiten Mission einfach Schluss war, finito, Ende. So, wir gehen auch gleich in die zweite Mission. Spiel starten. In order to prove yourself worthy to be part of Van Fairweather's plans, you need to establish a base beneath a warehouse in the Babarbian Harbor. From there, you will gain access to the city sewers and somehow expose the men, women and children walking the surface to the diseased rat meat found in the rubbles of Mr. Cruelly's residence. By disrespecting and bullying your advisor, the rotten folks of Babarbia have made their bed. Now they must die in it. Top of the morning to you, Death Slayer. I'm so excited. I've been up all night. I was great, wasn't I? Yesterday, I mean, the way I guided you through the perils of the Babarbian underworld. Yeah, the glory is all yours. Today, I will teach you how to annihilate an entire city with one single barrel of fun. But first, as your advisor, it is my duty to educate you about the workings of this bad, bad world. You call this a bad world? Really? How about we go visit the bottomless pit? Hush up and listen, will you? You see, I want to be somebody. I want to break free from being a slave to the grind, and in order to do so, one has to give no more than a bat's arse for the well-being of others. Pearl of wisdom, right here. This is true for everyone, even for the good King of Ardania and his royal crap-ass advisor. In fact, I have come to realize that evil is more decent than good because evil is pretty much the same, but with some honesty added. Yeah, that sure makes some of my pals back home pretty darn decent. Let me finish! How about this for decency? I can honestly say that I hate all the pathetic morons living in Babarbia, and I will murder every single one of them because I honestly feel like it. The actions of a true Samaritan. Glad you approve. Now, let's do some real good and, do evil, and we can talk about your pending rise to glory. Here's the plan. The rat meat we found after crushing Mr. Cruelly is infected with Entrax, a virus most deadly to us humans, and I've had it chopped into fist-sized chunks. Your task is to place barrels of meat in front of several ventilation tubes in the Babarbian sewers. Oh, happy day, this will be great! You should also try to repair the three rooms our scouts have found nearby. One where our minions can train, one with a forge to produce new equipment, and an old prison block where we can hold heroes for ransom. When that is done, send a raiding squad to the archives at City Hall to fetch me a map of these sewers. Jupp. Okay, wir sind in unserer ersten richtigen Mission nach dem Tutorial und müssen jetzt einiges tun. Erst einmal den Pilzraum reparieren. Wir haben zwei Minions für den Anfang. Holen wir uns nochmal zwei Stück. So. Mit den Materialien sollten wir auf jeden Fall eine Küche bauen. Und einen Hort natürlich. Erstmal einen Hort. Den könnten wir hier oder hier... Ach, pappen wir den Hort mal hier hin. So. Und die Küche kleben wir hier hin. Dann können wir nämlich gleich an die Küche einen Verbindungsgang hier hin machen. Dass wir als erstes hier da oben die Schmiede sichern.
Congratulations, Death Slayer. You've just performed today's first deed of evil conquest and earned yourself a couple of, let's call them deck points, shall we? I'll try to show you how to use them. Everything you learn when it comes to constructing dungeons of evil is added to your Index Dungeonis. Unfortunately, the conditions surrounding your arrival to Ardania have left you with a tendency to forget things. To bring back essential knowledge, you need to perform various deeds, promoting our conquest. The points you earn are then used to unlock new rooms, new units, new crafts, and new runes. Ja, das hier ist sozusagen die das Forschungsmenü, könnte man fast sagen. Oder wie man zum Beispiel von Command & Conquer Generals kennt, das Generalsmenü. Und zwar kriegen wir DEC Points, wenn wir bestimmte Taten vollbringen, die wir hier drüben sehen. Also zum Beispiel graben, Räume bauen und so weiter, bringt uns alles Punkte, die wir dann auch hier ausgeben können. Also erstmal holen wir uns den Speer. Das reicht auch erstmal, weil die restlichen Punkte würde ich gern für den Priester dann ausgeben. Das Menü ist übrigens hier oben. So. Wir haben eine Küche, wir haben einen Hort. Dann graben wir noch hier, dass wir auch ja genügend Verbindungen zur Küche haben. So, der Hort. Bilden wir mal unsere erste Truppe aus. Aus zwei Berserkern und zwei Bogenschützen. Gut. Und dann gucken wir uns mal um. Hier würde es in die Kanalisation gehen. Hier sind aber ein paar garstige Viecher im Weg. Hier drüben sind Helden in einem Keller. Die können wir da auch erstmal lassen. Hier wären Skelettbogenschützen. Und ich glaube, hier oben beim Kerker sind auch Skelette. Genau. Aber da sind die wenigsten Gegner. Deswegen würde ich sagen, tun wir erstmal das da leeren. Und kümmern uns dann um die restlichen Sachen. So, wir haben sogar schon wieder einen Punkt dazu gekriegt. Oh, das hier sollten wir eigentlich vorher machen. Obwohl brauchen wir in der Mission noch gar nicht. Das reduziert halt die Kosten an Punkten für die beiden Sachen um jeweils eins. Gut, wir haben Truppen zusammen. Dann können wir gleich mal unser erstes Squad erstellen. So. Können uns hier durchgraben. Können den Squad schon mal dahin schicken. Und unseren Ball, dass der mithilft beim Metzeln. Währenddessen werden immer schön weiter Pilze produziert. Übrigens, Pilzräume können wir, glaube ich, nicht selber bauen. Werkstatt, Übungsraum, Kerker, Arcanium. Brauerei. Monsterbau. Und die Schatzgrube. Man sieht, Schatzgruben sind sehr teuer. Deswegen bauen wir erstmal keine davon. Wir bauen, glaube ich, noch ein zweites Lagerhaus. Wenn wir uns das denn irgendwann mal leisten können, dass wir mehr Vorräte lagern können. So. Aber jetzt erst einmal Skelette töten, damit wir diesen Raum einnehmen und reparieren können. Und wie immer auf meinen Speer. Ne? Life. What's the... So, den Raum reparieren wir, dann gehört er auch gleich uns. Das ist nämlich ein Kerker. Do you know what I forgot to mention? By opening the context menu of intruding heroes, you can place sort of a mark on them and they will be brought to a specific room. You can also order your squads to use a specific Demonum mark. Explosio. Just open the squad menu. Ja gut, er hat es gerade erklärt, und zwar wir können Helden
markieren, dass sie entweder, das kann ich mal den Helden hier unten zeigen, genau, dass sie entweder gefangen genommen werden mit der Kerkermarkierung. Das steht hier genau. Er wird dann in den Kerker gebracht, den wir gerade eingenommen und repariert haben. Dort bleibt er dann 45 Sekunden lang und gibt dann 25 Schätze. Standardmäßig ist die Materialmarkierung aktiviert. Dann lässt ein Held einfach Materialien fallen, die wir zum Bau des Dungeons brauchen. Also meistens öfters als jetzt zum Beispiel das Gold. Ja, weil Gold können wir nur 50 lagern. Das werden gerade mal zwei Helden. Und so viel Gold brauchen wir eben zurzeit noch nicht. So, wir brauchen eher einen neuen Korridor. So, damit wir da Fallen bauen können. Und ich denke mal, ich werde wieder Pilze in Materialien umwandeln. So. Da will ich so viel Materialien haben. So, Recken. Ja. Die meinen Arbeiter boschen. Killed a new type of minion. This one is easy to duplicate. You should be able to summon it right away. So, wir haben eine neue Einheitenart gekriegt, nämlich den Schergen. Der gehört zu den fortgeschrittenen Einheiten. Und wie man sehen kann, ist er auch relativ teuer. Death Slayer, with the workshop up and running, you can now upgrade your unit's armors. If I'm correctly informed, you can use the unit's context menu or the squad's menu to do that. Jupp. So, wir haben einen Schergen. Und jetzt können wir auch endlich den Priester wieder freischalten. Und den auch beschwören. Mindestens einen Priester sollten wir haben. Am besten sind zwei. So. Bei den Truhen sollten wir übrigens aufpassen. So, wir können uns jetzt hier weitergraben. Und uns die Skelette da holen. So, wir haben hier Priester. Die können wir auch mitnehmen. Dann holen wir uns die Skelette da oben und dann müssen wir uns nach da unten durchgraben und auch die Skelette ausschalten. Und dann unseren ersten Squad irgendwann mal auf einen Schatzüberfall schicken, damit wir an das Geld kommen, was wir brauchen, um den zweiten Squad freizuschalten. Oder wir sperren einfach einen Helden ein. Das geht natürlich auch. Blitzen wir die schon mal vor. Autsch, hat wehgetan. Soll's auch. So, wir haben übrigens die Schmiede. Die sollten wir auch gleich in Betrieb nehmen. Denn hier können wir jetzt Ausrüstung verbessern. So, das erforsche ich gleich mal. Verbesserte Rüstungen. Autsch. Da hat es einen meiner Minions erwischt. So. Der ist weg. Rufen wir am besten einen neuen Minion. So. Dann haben wir nämlich immer einen, der für uns bauen und graben und so kann. Und einen anderen, der für uns die Pilze und Beutesäcke abholt.